Oh, danke für eure Hilfe. Ist, was ich sagen sollte. Aber nein, ich habe genug davon. Ich stecke in dieser Zeitschleife fest, in der ich meinem Bruder ein doofes Shirt geben muss. Ist, ja, war im ersten Teil auch schon der Fall. Ist okay. Verstehe schon. Noch schlimmer ist, dass ich jetzt auf der anderen Seite dieser unheimliche Zwilling ist. Wisst ihr, ich habe das Gefühl, diese ganze Welt ist eine Illusion, als ob wir in einem Spiel wären. Ich bin sicher, dass diese komische Sache enden wird, wenn wir meinen Bruder finden. Ich gehe zum Schnur-Maha-Strand, um ihn zu finden. Miau! Okay. So, erstmal kaputt machen. Ja gut, wir können ja oben rumlaufen, ne? Ich glaube, es hat einen Hintergrund gehabt, dass wir da noch nicht lang konnten. Finde Marmi den Bruder. Wie wär's mit dem? Der backt so. Kiaschen, fremde Höhle. Ey, Bruder! Komm mal denn da raus? Ich sehe nicht, wie ich ihn verklopfe. Das kann nicht Mami gewesen sein, oder doch? Aber du hast gehört, was sie gesagt hat, oder? Fremde Höhle. Mein Bruder Mami muss da drin sein. Wir treffen uns in der Zwillingsstadt wieder. Mir okay? Mir okay. Ihr geht hier zu Fitch. 50.000 Erfahrungspunkte. Bruder muss kacka. Mondshöhle. Kommt man gerade bis. Ne, die oben kommt man rein. Immer diese Bugs hier. Habe wieder ihr. Sei Dank. Mein Bruder die Höhle gegangen. Mir in diese Höhle auf einem. Ja, okay. War mal schon. Ach so, die fremde Höhle. Ja, Level 30. Oh nein, die ist so schwer. Hilfe. Hilfe. Mami scheint nicht hier zu sein. Ja, okay. Ah, das sind normale Wetter. Hey, ihr beiden, weshalb hat das so lange gedauert? Du hast uns vorhin geschickt wieder, du Vogel. Na, endlich, ich warte auf euch. Wisst ihr? Los, find mir meinen Bruder in der Höhle. Wenn wir meinen Bruder finden, wird dies alles vorbei sein. Ich weiß, es fällt stimmt. Mami, deine Schwester kommt. Möchte ich kaum, ob die kommt. Das reicht, wenn die da ist. Mami, bist du hier? Ist das mein Bruder? Nee, der klitscht doch nur wieder. Ein weiterer Betrüger. Komm mit, Bruder. Jetzt komm, stirb. Dankeschön. Wenn du unten noch einer ist, holen wir den Arkos, bevor wir da hochgehen. Au! So, danke schön. Hier sind ein paar Erfahrungspunkte. Hoppala. Dann kommen wir da oben den Klitschi-Klitschi-Bruder wieder an. Mit den Klitschi-Klitschi-Friends hier. Ist
Jo, können wir schon ein bisschen Gruppe kuscheln machen, Jungs? Wie sieht's aus? Monster Kill. Au. Ich weiß es jetzt. Ich hatte nie einen Bruder. Ich bin nicht einmal... all dies, mein ganzes Leben ist nur ein Teil eines Spiels. Okay. Und mein Hier ist von Arsch gegangen. Lol. Könnt ihr wieder weggehen? Autsch. War ich dicken zu schnell? Schwester, ich komm gleich, ich muss noch schön speichern. Ich pirre mich nicht gerade selber um. Weil ich so ein guter Pro-Gamer bin, du. Pfff. Hey, ich bin Channel Bro, wir haben Cat Quest 2 gemacht. Also ist es wahr, das ist alles nur ein Spiel. Ganz ruhig, mein Kind, es ist nur ein kleiner Fehler. Kommt mit und ich bring dich heim. Sie umarmt dich, es fühlt sich seltsam echt an. Wisst ihr, ich fand immer, ihr zwei seid was Besonderes. Fast als sei diese Welt für euch erschaffen worden. Der Fehler tut mir leid, Zwillingsstadt macht uns immer Schwierigkeiten. Tschüss! Okay. Das stimmt, das heißt stimmt, aber ja. Ja. Gut, jetzt können wir uns eigentlich in Quest mal nach. Wir können dann später noch einen Game Plus Modus machen, ne? Ich würde es mal erzählt haben. War im ersten Teil auch der Fall. So, komm her. XP-Maschine. Na gut, mit 48, 84. Ich hab die Höhle gesehen. Was war mit der? Ah, Level 99. Ah, das tut weh. Level und Wolf haben jetzt einen Splitter, aber es ist noch nicht vorbei. Okay. Eure Wahrheit, seht euch dies an. Auf Anordnung von Löwener, dem Fellfolger, werden alle Sterne verdoppelt, um die Kriegsbemühungen zu unterstützen. Ein einfacher Soldat, sorry. Die Stadt Katzenheim ist sowieso schon schwer, aber das ist Löwener egal. Es bedeutet auch, dass er etwas plant. Wir müssen erfahren, was. Wohin, Bruder? Homie? Wo ist er denn da? Ich kann einfach straight dahin laufen. Ich weiß, dass er Probleme hat. So, kurz speichern. Ja, wo bist denn du? Berichtet ihr Idioten. Unsere Schatzkammer sind voll noch der Lebender. Und unsere Soldaten sind bereit, gegen das Lupusreich zu marschieren. Wow, Wolfen wird nie vermuten, dass wir die Nulldimension als Hintereingang nutzen werden. Der Sieg ist mein! Das ist schlimm. Viele Katzen und Hunde könnten verletzt werden. Wir müssen auch sehen, dass Wolfen geplant hat. Treffen wir uns am Lupus-Thron. Okay. Sehen kein Verdacht, dass wir gerade da waren oder so? Okay. Was macht die fertig, Alter? Echt schlimm, du. Greift nie an, richtig, der Drecksack. Ja, der greift nie an, sag ich doch. Wenn es ein richtiger Begleiter wird, ein Perma-Attacker wird, dann wäre das so viel einfacher. Aber nee. Macht er ja nicht.
Voll die Sauerei, da. Kurz Laffy. Dann geht's weiter. Nicht gegen Kaktus rollen, tut weh. Also beabsichtigt Löwen nur durch die Nulldimension gegen uns zu marschieren. Lass ihn nur kommen, wir werden ihm eine Falle stellen. Unsere Feinde haben ebenfalls Fühlingards Grab gefunden. Wir können nicht zulassen, dass sie das Lupus finden. Versagen wir zu hoher Bestrafung führen. Was halt noch lauter zu dem? Aber hast du das gehört? Wir können vielleicht den Rest unserer königlichen Künste zurücklangen, wenn wir Lupus Grab finden. Das ist mein Plan. Find mir Hoto, er wird mehr wissen. Okay. Darf ich speichern? Oh, wer ist denn das? Ach, stimmt, unser Freund. Ja, den ich mal vermöbelt habe. Ich erinnere mich an euch zwei. Könntet ihr einige furchtbare Propagandaposter beseitigen? Okay. Diese Soldaten haben gerade diese furchtbare Poster aufgehängt. Sie verbreiten nur mehr Hass und ziehen diesen Krieg in die Länge. Unannehmbar. Vergrabt sie. Husch, eure Hoheiten. Husch. Ich werde die Pfutti-Toten markieren. Oh, ich wusste von dem Moment an, in dem wir die Schwerter kreuzen, dass du ein Königsblut bist. Du willst diesen Krieg beenden? Will ich. Also, werde ich nicht fragen, wer du kommst. Viel Hundeglück. Okay. Dies ist der Thron des Lupus, des Kaiserreichs. Königswolfen lebt hier. Also sind nur Hunde mit Halsbändern erlaubt. Haut ab, ihr zwei. Okay, wir gehen ja schon. Sei es Rassist. Das ist ein bisschen blöd, dass man die bei der Attacke nicht einfach wegmetzeln können. Hunde vor Katzen. Hunde vor Katzeneigentor. Bell, jawohl. Außerdem spucken Katzen Haarballen aus. Bäh. Du vergräbst das Poster. Total unauffällig. Hier ist niemand. Hunde sind viel klüger als Katzen. Katzen sind doof. Welpenschaftlich erwiesen. Wuff. Dom ist was. Hunde sind viel niedlicher als Katzen. Wir wollen mehr Hundevideos. Blöde Katzen. Oh, ich habe gesehen, was ihr gemacht habt. Ihr frechen Hunde. Und ist nicht einer von euch eine Katze? Sankoku. Ihr werdet es so billig bereuen. Hunde vor Katzeneigentor. Oh Gott. So. Wir gucken mal kurz da oben, ob wir da was machen können. Guck, so fühlt sich's an, hä? Arschloch. Warte, sind wir da nicht reingekommen? Ich weiß es gerade nicht mal. Was ist zu hoch vom Level? 75. Nö, kann man gleich mal machen. Hier drüben kann man speichern. Ja, okay. Ich kann wirklich speichern. Ich hab's ja gerade behauptet, weil ich mir nicht sicher war. Husch, husch. Hunde vor, Katzentor. Ah, nö, wie Hartz IV ist denn das Ding? Loi! Weggefetzt. Komm her, Schwester. Aha. Sieg. Und gleich wieder ein Level up. Nice. Können jetzt aufzuballern? Nö, natürlich nicht. Warum auch?
Bardenlaute, sehr schön, Level 45. Das kann upgraden, Messer. Au. Au. Sauerei, du, wenn man einfach zerstört, du. Halt, da ist zum Speichern. Jetzt mir auf eine 400 Blattmarke hier, jetzt geh fort. Kurz vom Level ab, ja gut, wir haben eh gleich Level, weil, ja. Quest abgeben. Bei Wuffy the Wolfman. General war Volltreffer. Ihr habt es geschafft. Wie von ehrenhaften Königen erwartet. Nimm dies. Nice. Ich werde hier sein, falls ich weitere Hilfe benötige. Hundeglück, eure Hoheiten. Dankeschön. Wir können ruhig mal mehr Money kriegen für unsere Quests, ne? Eure Hoheiten, die Propaganda ist zurück. Wir müssen sie dauerhaft stoppen. Okay. Die Künstler, die diese Pose zeigen, hat keine andere Wahl, als sie weiterzumachen. Weil ihr Arm ist und hungert. Wir müssen ihm Hundekuchen bringen. Der dort bellt, dass es einen illegalen Vorrat mit Hundekuchen gibt, von den Soldaten versteckt. Er wird sie uns für das Allgemeinwohl überlassen. Tut mir leid, ich werde Ihnen zeigen, wo es ist. Folgt mir. Okay. Der verarscht uns nur. Wir haben ein Problem. Ich kann mich nicht erinnern, welchem Hügel wir die Hundekuchen vergraben haben. Warum sucht ihr nicht einen aus? Den in der Mitte. Ach ja. Bella, das wird euch in diesem General lehren, mich nicht zu ärgern. Echt jetzt? Ach komm her, Bruder. So, aus dem Maul. Folge Spur, um den dummen Köter zu finden. Okay. Können wir parallel welche Sachen erledigen? Ah. Seid ihr sicher, dass sie euch nicht gefolgt sind? Ganz sicher, ehrlich. Dieser General ist mit. Er sagt, er folgt seiner eigenen Überzeugung. Aber ich wette, er ist einfach ein Katzenanhänger. Wir müssen ihn loswerden. Hallo. Sie sind euch gefolgt. Haltet eure feuchten Nasen bereit. So, Bruder, dann kurz heilen. 60% ist aber eigentlich schon einiges. Oder auch nicht. Und die Kuchen aufgehoben, perfekt. Ach, da waren wir aber schon drin, okay. Boah, du übertreibst mal so hart, Digga. So, dann können wir uns noch ein bisschen voll heilen. Ja, danke schön. Der tut weh, oder? Ja, tut weh. Ich wollte es nochmal getestet haben, ja? Schlafi. Warum war die Höhle da oben geblockt? Also nicht, achso, das war die mit Level 99, ne? 53! Rechnet ihr eine Rollattacke? Warum geht die nochmal? Verstehe ich nicht. Verstehe ich echt nicht. Weil da kommen doch die Gegner durchrollen. Warum sind die jetzt kaputt?
Hallo.